Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing von einem Bluetooth-Lautsprecher. Ich werde jetzt nur ein Unboxing machen. Das Hardware-Video wird viel, viel später kommen. Oder ich werde das Unboxing halt dann erst veröffentlichen, wenn ich das Hardware-Video gemacht habe. Das weiß ich noch nicht, wie ich es haben werde. Nicht, dass ihr euch da wundert, weil ich brauche diesen Bluetooth-Lautsprecher jetzt, weil mit dem Kopfhörer höre ich kaum noch was. Und mein Gehör ist momentan sehr schlecht. Also ich höre so gut wie kaum was. Mit Kopfhörern klappt es nicht mehr so. Also selbst mit dem Knochenschall, die werden jetzt gerade leise, weil so viel Flüssigkeit drin ist und das alles dämmt. Im Schlafzimmer habe ich jetzt einen älteren Bluetooth-Lautsprecher. Der macht es jetzt nicht so laut, aber reicht für abends aus, wenn ich daneben mir auf den Kopf kissen und dann höre ich ein bisschen was. Das ist auch nicht so laut, dass ich den Fernseher bis unendlich aufballern muss, weil die Nachbarn haben sich schon beschwert. Aber ich brauche für Wohnzimmer jetzt den und deswegen werde ich den jetzt unboxen. Später im Hardware-Video wird es auch die Möglichkeit geben, den zu gewinnen. So, dann würde ich nämlich jetzt die Kamera erstmal umbauen und wir sehen uns gleich in der Unboxing-Ansicht. So, jetzt sind wir in der Unboxing-Ansicht. Ja, kann man das auch sehen? Ich zoome mal noch ein Stück ran. So. Die Firma ist Bogasi und wir haben hier einen Wireless Speaker, der wasserdicht ist. Der hat auch ein ordentliches Gewicht, das ist der M4. Da steht dann auch nochmal Bogasi. Hier haben wir so ein bisschen was und Bogasi und gar nichts und hier halt so ein paar Sachen, USB und 360 Grad Sound, Bogasi M4 Wireless Speaker. Und ich brauche den jetzt unbedingt, dass ich halt wieder halbwegs was gucken kann und so. Weil wie gesagt, mit Kopfhörern klappt das jetzt nicht mehr. Ich habe so viel Wasser noch im Ohr, ich habe erst nächste Woche Donnerstag den nächsten, also wir haben jetzt Samstag. Donnerstag erst den nächsten Termin beim HNO-Arzt. Einmal Klinke, einmal für das Handgelenk. So, dann Anleitung, die brauchen wir nicht. Und ein USB-C-Kabel zum Laden natürlich, ganz klar. So. So. Spannend. Oh, der sieht ganz cool aus. Mit den goldenen Schrauben und dem Schwarz. Oh, hat was. Hat definitiv was. Ach, hier kann man dann die Schlaufe drin machen. Aber ich bezweifle, weil der hat ein ordentliches Gewicht, dass man sich das freiwillig ans Handgelenk binden will. Beziehungsweise ob das lange halten wird. Wir haben hier unten noch Gummifüße. Die sind ziemlich dick. Also hoch. Ich hoffe, ihr seht, dass man den noch hinstellen kann. Hier oben haben wir die Bedienelemente. Sehr geil. Hier ist An und Aus, M, Equalizer, Minus, Plus, Play, Mikrofon oder so.
Aber im Equalizer haben wir nichts, weiß und grün und dann ist er wieder aus. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Den werde ich nämlich jetzt gleich mit meinem Fernseher verbinden und dann in der nächsten Zeit im Wohnzimmer wahrscheinlich benutzen, um halbwegs was im Fernsehen mitzukriegen. In der Hoffnung, dass mein Gehör bald wieder zurückkehrt. Und dann können wir da auch ein richtiges Hardware-Video machen und können uns das mal richtig anhören. Weil ich könnte jetzt sagen, ja klar, ich höre was, aber es ist Quatsch, jetzt ein Hardware-Video zu machen, weil ich kann halt nicht sagen, ist er laut, ist er nicht laut, ist der Klang gut von dem und da. Also ich könnte jetzt nicht wirklich was sagen, weil mein Gehör halt beschissen ist. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Deswegen verschieben wir das aufs nächste Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.